Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ich habe mir gestern ein sehr interessantes Video angeschaut, und zwar hat mich dieses Ding hier gecatcht. XRP Millionaire Maker, why XRP will make you rich in 2023, also warum wir alle reich werden in 2023, und wenn wir keine Multimillionäre werden, die frisch gebacken werden durch XRP, dann können wir zumindest eine enorme Vervielfachung unseres Einsatzes feiern, so zumindest die Annahme von Ayman Mouflet. Ich habe vorher noch nie ein Video von dem gesehen, aber muss zugeben, die Argumente, die er darin aufführt, sind sehr, sehr spannend. Ich werde wie immer den Untertitel für euch aktivieren, dass ihr mitlesen könnt, aber natürlich zwischendurch auch mal hin und wieder Pause drücken und euch das Ganze zum einen übersetzen, aber vor allem eben auch mal so ein bisschen meine Meinung dazu spiegeln. Und ich kann euch nur so viel versprechen, es ist sehr, sehr interessant, auch wenn es auf den ersten Blick doch sehr clickbaity ist, muss ich ganz klar sagen, hat sich das Video für mich gelohnt, und ich hoffe, dass du am Ende dieses Videos das Gleiche sagen kannst. Also, viel Spaß dabei und let's go! Ripple's Cryptocurrency tumbled 26% from its record high of $3.84 hit yesterday. Ripple actually doesn't control XRP. XRP is an open source technology, very analogous to Bitcoin. To Bitcoin or XRP. I have got such a big video for you guys, for my XRP army people. So here's a video about XRP and Ripple. XRP will make a lot of millionaires in 2023 because the lawsuit is expected to end next year. Finally, finally. And the price of the XRP token will reflect a positive result. If we win or if we settle against SEC, you should expect XRP to head towards all-time highs and way, way more. Now, it will make a lot of millionaires. And if it does not make you a millionaire, it will at least 10x in my opinion. So it could make you rich. Okay, ich übersetze mir eben an der Stelle. Er behauptet also, dass nächstes Jahr der SEC-Fall über die Bühne gehen wird, Ripple als Gewinner vom Platz gehen wird und dementsprechend dann ein neues Allzeithoch erreicht wird, was dich und mich dann nicht nur reich, sondern höchstwahrscheinlich zum Millionären macht. Aber ich kann euch beruhigen, es kommen auch nochmal gleich vernünftige Argumente. Und im Laufe des Videos gibt es ein Interview von Brad Garlinghouse, was ich in dieser Fülle noch nie gesehen habe. Es ist sehr, sehr interessant, was er da erzählt, und vor allem ist es schon ein paar Jahre alt, und trotzdem hat er in seiner Vision, die er dort erklärt, eigentlich die ganze Zeit recht behalten. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran, das Video wird dir sehr, sehr gut gefallen. Now also Ripple, the company that's in charge of the adoption of XRP, has connections with the FedNow system, which is expected to launch in 2023 as well. The Digital Dollar Project also has connections with Ripple, and it will benefit XRP. And the United States CBDC is coming very soon. The Digital Euro Association as well has connections with Ripple. So CBDCs are also coming to Europe, to a country near you, and XRP will benefit greatly from that. The Digital Pound Foundation also is in charge of building the CBDC for the United Kingdom and England, and this will also have a very good positive effect for XRP. And it's not just XRP, it's also Quant Network, Avalanche. Okay, er sagt halt, Ripple ist verpartnert mit FedNow, gleichzeitig haben sie diese Digital Pound Foundation, die sie unterstützen in UK, dann arbeitet Ripple noch am US Digital Dollar Project mit, und all das natürlich für die CBDCs, also für staatliche Kryptowährungen, und damit nicht genug, denn es gibt auch das gleiche Spielchen hier in Europa, da arbeiten sie mit Partnern an dem digitalen Euro, ebenfalls für die CBDCs, also Ripple hat einfach überall seine Finger im Spiel, und das Ganze passiert eben im Hintergrund. The CBDC for the United Kingdom and England, and this will also have a very good positive effect for XRP. And it's not just XRP, it's also Quant Network, Avalanche, Electro. Das vielleicht nochmal interessant, also Quant ist ja sowieso schon bekannt, einer der ISO-Coins. Accenture habe ich euch schon zigfach gesagt, dass Accenture als Payment-Abwickler im Hintergrund beziehungsweise auch unternehmensberatend tätig ist, um eben das Ganze zu implementieren. Und was für mich neu war und vielleicht für euch interessant ist, Electronium ist ebenfalls ein Partner von dieser Digital Pound Foundation. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, beschäftigt euch doch vielleicht mal mit Electronium. Ich glaube, die haben ein Multi-Wallet aufgebaut, irgendwie sowas in der Art. Falls du mehr zu Electronium weißt, schreib es mal gerne hier unten rein. War für mich auf jeden Fall Neuland. Some other cryptocurrencies that are involved in the Digital Pound Foundation. The United Nations also has mentioned Ripple multiple times, and this is obviously very good for your XRP. The International Monetary Fund, the IMF,
also has connections and has mentioned Ripple XRP before, which is good, again, for your XRP. Now, the World Economic Forum, one of the most powerful and elite organizations in the world, has partnered up with Ripple to grow the adoption of decentralized financial tools and instruments for the new world financial system. Okay, er sagt hier, dass also ganz viele große Namen da draußen, wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, also International Monetary Fund, oder eben auch die United Nations, aber auch der WEF, sprich das World Economic Forum, die alle arbeiten mit Ripple zusammen und outen sich auch dementsprechend. Und das Ganze wird wohl für ein neues Finanzsystem zusammengebastelt, woran die eben alle Interesse haben. Und das ist auf jeden Fall mal eine krasse Nummer, die man nicht vergessen darf. Denn einfach mal eine eigenständige Seite beim World Economic Forum zu bekommen, ist auf den ersten Blick natürlich technisch eine Kleinigkeit, aber allein, dass sie öffentlich hier ihren Zusammenhang zeigen, das ist schon eine krasse Nummer und das stimmt mich definitiv zuversichtlich. To grow the adoption of decentralized financial tools and instruments for the new world financial system. Ripple could be the next Bitcoin. Jetzt kommt der wohl spannendste Teil der heutigen Ausgabe. Dieses Interview habe ich vorher noch nie gesehen. Falls ihr das irgendwo gesehen habt, dann haut mal gerne in die Kommentare, wo und wann. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt. Aber genauso spannend, als wenn es heute gegeben hätte. Wird euch richtig gut gefallen. Let's go. What do you think, Brad? Is that a compliment that Ripple could be the next Bitcoin? Well, I think if we're solving a real problem and it's at scale, then I think it's a compliment. I think the most important thing that is going on in crypto is understanding what is real and what is just hype. Some, I think, may look back on Bitcoin and find that it was the Napster of digital assets. What I mean by that is Napster was the first to digitize music and demonstrate, hey, if you digitize music, you can do a lot of cool things with that. But ultimately, they were circumventing trademark laws, they were circumventing royalty payments, and government stepped in and Napster was not successful. But Spotify, iTunes, Pandora, they were very successful. Sehr spannender Vergleich. Die Moderatorin fragt ihn, glauben Sie oder glaubst du, dass Ripple der bessere Bitcoin wird oder der neue Bitcoin? Und was hältst du davon, wenn Leute sowas sagen? Siehst du das eher als Kompliment? Generell sieht das schon irgendwo als Kompliment, aber man muss ganz klar unterscheiden zwischen Hype und realen Anwendungen. Und er geht eben so weit, dass er sagt, Ripple ist eher eine reale Anwendung mit XRP und Bitcoin eben so eine Art Hype-Geschichte. Er vergleicht das Ganze mit Napster. Finde ich einen sehr guten Vergleich. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch damals Napster. Napster war so eine Saugstube, wo man MP3s runterladen konnte. Also so quasi die Vorstufe von Spotify und Apple Music und so weiter. Was haben die damals gemacht? Die haben versucht eben, ja, die ganzen Lizenzgebühren zu umgehen, haben die Creator nicht partizipieren lassen an dem Ganzen und so gab es natürlich regulatorische Probleme. Die waren eben dann am Ende ausschlaggebend dafür, dass Napster untergegangen ist und die, die danach kamen, ja, Spotify und er gibt noch das Beispiel Pandora, die kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber eben auch iTunes, dass die dann später den Markt komplett auseinandergenommen haben mit einer Idee, die sie eigentlich nicht als erste hatten. Und das ist das, was ich euch immer und immer wieder sage. Ihr müsst wegkommen von dem Ist-Zustand, von der Gegenwart und zu glauben, dass die Gegenwart die Zukunft wird. Denn so war es nie. Wenn das so wäre, dann würde es keine Zukunft geben, wenn man so ganz genau nimmt. Ja? Wenn keine neuen technischen Raffinessen den Markt irgendwie beflügeln, wie zum Beispiel sowas wie Bitcoin mit seiner Blockchain, dann wäre Bitcoin niemals mit so einem Market Cap ausgestattet. Dann würde nämlich alles weiterhin über Aktien laufen, über irgendwelche Trader und Banken. Aber ihr merkt, alles verändert sich. Und so ist die Gegenwart nicht unbedingt die Zukunft und genau das will er uns, glaube ich, damit sagen. Nur weil Bitcoin aktuell auf Platz Nummer 1 ist und aktuell den größten Hype und auch die größte Zuversicht und das größte Vertrauen genießt, muss das nicht unbedingt heißen, dass sie später, wenn es um regulatorische Rahmen geht, immer noch da oben bleiben oder ob vielleicht eine reale Anwendung, die viel dichter dran ist an den regulatorischen Richtlinien, dass die denn vielleicht auf der Überholspur ist. Naja, sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. I think what you'll find is that maybe the next generation of digital assets ends up solving some of the original problems that Bitcoin set out to solve. So we now have well over 100 customers, ranging from some of the biggest banks in the world to payment providers to the Western Unions and MoneyGrams, LinLinPay out of China. How many banks? Ah, da hört ihr, er redet also hier nochmal über MoneyGram als Partner, also da wissen wir jetzt ja ungefähr, wird wahrscheinlich so um 2016, 2017 gewesen sein, dieses Video. It's over 100, I actually don't know the exact number now. Last time we announced it publicly, we said over 100. We'll probably announce the next one when we get to over 200. We're signing up more than a bank a week now. The thing is, it's not the number of banks, it's the volume for sure out there. What kind of volume are you looking at? Well, we've had one that we could talk publicly about is we have over 100, we'll probably announce the next one when we get to over 200. We're signing up more than a bank a week now.
Wow, also er sagte damals schon, dass sie mindestens eine Bank pro Woche neu dazu gewinnen, die sich eben bei Ripple irgendwie verpartnern. Und wir wissen ja mittlerweile, dass sie weit über 300 haben. Ich denke mal, die Schlagzahl wird sich noch ein Stück weit erhöht haben. Aber da seht ihr mal, weil viele ja sagen, da tut sich gar nichts beim Kurs. Habt ihr vollkommen recht, der Kurs, der dümpelt da vor sich hin. Aber schaut euch mal an, was im Hintergrund für riesige Partnerschaften aufgebaut wurden. Was für ein krasses Fundament da gegossen wurde. Und das ist etwas, was viele Leute immer übersehen. Viele sehen immer nur auf CoinMarketCap, ob sich ein Coin so oder so entwickelt und sagen dann, der ist gut und der ist schlecht, mögt ihr auch recht haben im kurzen Zeitfenster. Aber wenn es wirklich darum geht, dass die Welt ein Stück weit verändert werden soll, dann muss man eben das große Ganze sehen und da bin ich halt der Meinung, dass sie nicht aus Spaß damals schon über 100, knapp 200 Banken und mittlerweile deutlich über 300 Banken haben als Partner. Ich glaube, da ist was ganz, ganz Großes geplant. The thing is, it's not the number of banks, it's the volume for sure out there. What kind of volume are you looking at? Well, we've had one that we could talk publicly about is we have a one corridor and run by SEB, which is a one of the first or second largest bank in Sweden, has done over $1 billion USD equivalent through one corridor. So while on the global macro scale, that we're still just getting started. Yeah, you know, I think we're on mile one of a marathon, but we've crossed that. Sie fragt ihn halt nach Volumen und er sagt, hey, pass auf, die SEB Bank aus Schweden, die hat damals zum Beispiel mal als ein Beispiel, das ich nennen darf, über 1 Milliarde Transaktionen allein über einen Korridor abgewickelt. Und jetzt kommt, er sagte damals, wir sind erst bei der ersten Meile eines Marathons. Ihr wisst es, ein Marathon hat über 40 Kilometer. So viel zum Thema, wohin kann die Reise noch gehen? Ihr müsst einfach nur geduldig sein. Ripple steht noch ganz am Anfang und glaubt mir, der Einmann wird auch gleich nochmal darüber sprechen, dass Ripple und XRP ja häufig so separat genannt werden, als ob die nicht zusammengehören und Ripple könnte auch ohne XRP und so weiter. Ihr kennt diese Geschichten, wird da auch nochmal seine Meinung zu sagen gleich. Aber hören wir erstmal, was Brad weiter erzählt. Starting line. Like this is real activity in production systems where customers are really benefiting from that. We clearly have a long way to go and the overall maturity of the digital asset marketing has a long way to go. But if we keep going back to let's focus on a real problem and solve a real problem for real customers, I'm really optimistic. You have several products. We talked about the system, RippleNet. You also have a digital token, which is the XRP. How is the XRP doing? Because we saw it surge 1,300%. Right. So XRP actually... Bitte achtet mal jetzt auf seinen Flex. Sie sagt, irgendwie hat XRP 1,300% gemacht. Guckt mal bitte, wie er gleich einfach ganz sachlich und ganz cool bleibt. So als ob das das Normalste von der Welt wäre, wenn er ihr erzählt, wie viel Prozent XRP wirklich gemacht hat. Also Brad, Digga, mit dem Brad würde ich zu gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Actually was the best performing digital asset in 2017. It was up, I think, something like 25,000%. The excitement around digital assets is because I think you're solving a real problem. And I think one of the things you saw happen, particularly last December, is there's understandably concern about regulation and what does that mean for digital assets. From the get-go, Ripple has worked with regulators and we have worked with regulated institutions like banks where there isn't regulatory uncertainty. And so we have found that part of the reason why XRP has performed well is because people realize, hey, wait a minute, you know, back to your question, is XRP the next Bitcoin? If we work with the system to solve this problem and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in XRP. Er sagt hier nochmal, nachdem er so ein bisschen flext, wie viel Prozent, ich glaube 25.000% oder so hat XRP gemacht 2017, da kommt er nochmal auf den Punkt, dass er sagt, ja und genau das ist auch das Ding, die Leute haben im Vertrauen in XRP bzw. in Ripple, weil die von Tag 1 eigentlich mit den Regulatoren Hand in Hand gearbeitet haben. Er sagt, eigentlich gibt es also eigentlich gar nicht diese Unsicherheit, von der immer alle reden, denn die arbeiten ja schon mit regulierten Dingen, wie zum Beispiel Banken oder sogar Zentralbanken. Ja, also eigentlich, was soll man mehr machen, als direkt mit den Regulierungsbehörden zu kooperieren und zusammenzuarbeiten? Von daher sagt er, ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Leute Vertrauen in XRP haben. Ich weiß, dass sich mittlerweile durch den SEC-Fall viel geändert hat, aber generell muss man ihm erst einmal recht geben. Ich glaube auch, dass ein Projekt, das mit den Regulatoren arbeitet, und vielleicht sogar für die Regulatoren arbeitet, dass da definitiv mehr Zukunftsprognose gemacht werden kann, als zum Beispiel bei so einem Privacy-Coin, sagen wir mal Monero oder Dash, die in keinster Form irgendwie nachvollziehbar sind und verschleierbar sind und so weiter, die Transaktion. Ich glaube, die werden es schon deutlich schwieriger haben und ich denke mal, da gibt ihr mir alle recht. Von daher ein weiterer Pluspunkt für Ripple und XRP. A problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in XRP. But how can there be clarity on regulation when different currents, different countries are adopting different strategies when it comes to regulation? And the other thing as well is volatility. I mean, why use a cryptocurrency when it's so volatile right now?
Yeah. So look, it's a really important question. I think there's a lot of misinformation out there. I've kind of jokingly suggested that when people talk about regulatory uncertainty, it's often people because they don't like the regulation. They're not actually regulatory uncertainty. If you think about a XRP transaction from one regulated financial institution, a bank or a payment provider, they're doing what's called a KYC check, which references Know Your Customer. This is a global regulatory framework around KYC. That's at both endpoints of an XRP transaction, into and out of. So I think the regulatory certainty actually is much better than people realize. It's just educating regulatory uncertainty. If you think about a XRP transaction from one regulated financial institution, a bank or a payment provider, they're doing what's called a KYC check, which references Know Your Customer. This is a global regulatory framework around KYC. That's at both endpoints of an XRP transaction, into and out of. So ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den er da nennt. Er wird natürlich gleich auch auf die Frage eingehen, wie es sich mit dieser Volatilität verhält. Aber er geht darauf ein, dass wenn ihr von einer Börse zur anderen Börse etwas schickt, mittlerweile die Börsen ja alle KYC von euch erwarten. Das heißt, die meisten müssen sich ja irgendwie ausweisen bzw. einmal legitimieren. Und so weiß sowohl die eine Börse als auch die andere Börse am Ende der Welt so ungefähr eben ganz genau, mit wem sie es da zu tun haben. Und somit fallen eigentlich alle Transaktionen bereits unter einen regulierten Rahmen. I think the regulatory certainty actually is much better than people realize. It's just educating banks, regulators about how it actually works. Now, the volatility point is also a good one. You know, XRP has clearly been volatile, as all digital assets have been. The nature of how an XRP transaction works, though, it's 1,000 times faster than Bitcoin. So the volatility risk you're taking around XRP is only for 3 seconds. So the volatility risk ends up being very, 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 very small because it's so, so fast. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt bei dem ganzen Thema. Denn viele fragen immer, wozu braucht man überhaupt XRP? Wozu braucht es überhaupt so ein neues Projekt, so ein neues Produkt da draußen? Es gibt doch schon Swift und es gibt auch so viele andere Kryptowährungen. Es geht darum, dass die Volatilität, die Kryptowährung mit sich bringt, also die starken Schwankungen, dass die eben nun mal unvermeidbar sind. Insbesondere solange der Markt noch relativ klein oder mittelgroß ist. Worum es hierbei aber geht, ist die Geschwindigkeit. Die Überlegenheit bei der Geschwindigkeit sorgt dafür, dass man eben nur 3 Sekunden dieses Schwankungsrisiko hat. Und genau das ist der Hauptpunkt, warum XRP eben Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin überlegen ist. Nun werden viele natürlich auf den Plan kommen und sagen, es gibt mittlerweile aber viel schnellere. Habt ihr vollkommen recht. Es gibt auch sicherlich zahlreiche Shops, die viel besser aufgebaut sind als Amazon. Trotzdem werden sie, nur weil sie in einem Punkt besser sind, nicht Amazon ersetzen. Und so ähnlich ist es hier auch. Ripple hat mit XRP eine sehr schnelle Technologie. Die alleine ist aber nicht ausschlaggebend. Denn da habt ihr recht, die könnte natürlich ersetzt werden. Es geht natürlich insgesamt um das ganze Paket, um die Partnerschaften, um das Know-how, um die Jahre Erfahrung, die mittlerweile auch die Benutzer haben. Ja, also auch die Benutzer haben ja mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können mit XRP. Und all das sind Themen, die da eben noch mit reinspielen. Also die technischen Raffinessen allein sind es nicht. In diesem Fall ist XRP aber im Vergleich zu Bitcoin, das war damals so der Hauptvergleich, eben ein Gamechanger, weil wir eben dieses Thema Volatilität, Schwankungsrisiko fast auf Null setzen können. For XRP, you've been looking at banks. If you take a longer term period, who else are you targeting for XRP? What would make sense? Well, I think any payment provider, you know, we're really trying to solve that cross-border payment transaction. So if you're going, you know, talked earlier about the U.S. dollar to the Mexican peso. It's one of the corridors we have live with XRP today. You can hold a U.S. dollar, sell that dollar, and buy XRP. In 3 seconds, you can move that XRP to Mexico and then sell the XRP and buy the Mexican peso. Whether you're a bank, a payment provider, eventually even corporates can take advantage of a dramatic decrease in cost and a dramatic increase in speed and how those transactions work. Die Reporterin fragt hier nochmal, welche Zielgruppe ist denn außer Banken noch interessant für Ripple, beziehungsweise wer hat denn noch Vorteile durch XRP? Oder sagt er im Prinzip alle Zahlungsanbieter da draußen, ja? Denn alle haben das Problem mit grenzüberschreitenden Zahlungen, mit gewissem Risiko, dass die eingehen, ja, wenn sie zum Beispiel Nostro-Vostro-Accounts oder ähnliches halten. Und all das fällt eben weg, wodurch eben auch zum Beispiel PayPal oder andere Anbieter theoretisch diese Lösung nutzen könnten für ihre Zahlungen, die grenzüberschreitend sind. Und er gibt ja nochmal das Beispiel, wie man Dollar gegen XRP tauscht, dann von einer Börse auf die andere schickt und dort dann wieder direkt von XRP in mexikanische Peso umwandelt. Das Ganze ist wirklich extrem gut durchdacht und ich freue mich, wenn wir irgendwann endlich von dieser ganzen Theorie, über die wir immer sprechen, real und tagtäglich erleben dürfen. Ich glaube, XRP wird wirklich vielen, vielen Playern da draußen enorme Kosten einsparen. And yes, Ripple does use XRP. A lot of people think that Ripple and XRP are not connected in any way, but RippleNet on-demand liquidity service literally uses and leverages XRP. So if Ripple wins, which they are, XRP will win as well, and the lawsuit again is expected to end next year, so it will have a very good effect for your Ripple
XRP. And that is why XRP can make you a millionaire or very rich in 2023. Okay, lieber Ayman, dein Wort in Gottes Ohr. Ja, ihr habt's gehört. Er stellt nochmal klar, dass Ripple und XRP zusammengehören, allein über diese ODL-Geschichte. ODL ist ja quasi der Pool, in dem die XRP liegen, wo sich dann die Institutionen, Banken und so weiter dran bedienen können. Und allein das zeigt ja, dass XRP ganz klar dazugehört. Und ich habe euch auch schon mal gesagt, mir fällt kein logischer Grund ein, was Ripple ohne XRP an Vorteilen bringen würde für die Welt. Von daher, wenn ihr anderer Meinung seid und begründete Argumente habt, dann schreibt sie doch sehr, sehr gerne hier in die Kommentare. Und für alle anderen, die glauben, dass es genauso umgesetzt wird, wie der Ayman das sagt oder auch ich häufig sage, dann lasst doch gerne bei mir und auch sehr gerne auf seinem Kanal, ich werde das Video verlinken, ein Like da. Abonniert die Kanäle, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao!